In der letzten Folge vom Digimon World Randomizer haben wir unsere Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann abgeschlossen, sind dann in eine Kirche vom Kühlschrankkult gewatschelt und haben uns anschließend wissentlich und willentlich dazu entschieden, von Banditen überfallen zu werden, nur um denen mit perfekter Selbstjustiz die Fresse zu polieren, weil sie ja so schlechte Digimon sind. Und ich bin perfekt. Das spiegelt manche Menschen in der realen Welt auch perfekt wider. Aber genug mit der Gesellschaftskritik. Wie mag die Reise wohl weitergehen? Moinsen! Das war zu schreien! Moinsen, mein Name ist Make Taruka und das ist Let's Play Digimon World Randomizer. Ich habe ein Gigadramon, das sehr, sehr mächtig ist. Ich finde es immer noch faszinierend, dass man das einstellen kann, dass man einfach so extreme Wertsteigerungen bekommt, wenn das Digimon digitiert. Ganz egal, ob man einen Digitationsgegenstand benutzt oder nicht. Ich meine, es bekommt ohnehin, normalerweise, wenn man Digimon normal digitiert, muss man halt die Werte erstmal trainieren. Und es bekommt kleine Wertsteigerungen noch obendrauf. Und wenn man jetzt einfach einen Gegenstand benutzt, bekommt man auf jeden Fall die Werte, die man irgendwie haben muss, um das Digimon zu bekommen. Und das ist super stark, weil es spart einem sämtliches Training und wir haben ein super starkes Digimon. Das ist doch nice. Wir müssen nicht mehr trainieren, wenn wir genug Digitationsgegenstände haben. Und wir haben schon einen für Ninjamon, also fürs Champion von der nächsten Runde quasi. Was sehr, sehr cool ist, finde ich. Was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Das macht es auf jeden Fall wesentlich leichter und wesentlich kürzer. Und ihr müsst euch nicht mehr Training von mir antun. Zumindest keine Stunden lang. Das ist doch nice. Hey! What? Did you come here to lose? That's my line! I'm holding nothing back this time. I'll make you cry. Ja, mach mich mal. Mach mich mal weinend. Bring mich mal zum Weinen. Ich habe lange nicht geweint. Das stimmt gar nicht. Ich habe literally Heiligabend geweint. Also vor 2 Tagen. Wir haben heute den 2. Weihnachtsfeiertag. Okay, der hat gerade angefangen, der 2. Weihnachtsfeiertag. So, wir machen ein bisschen den Angriff. Der macht mittlerweile sogar gute 300 Schaden bei dem richtigen Gegner. Was fantastisch ist. Wenn wir jetzt noch eine etwas stärkere Technik könnten. Ich meine, ich kann streng genommen den Giga Freeze. Nee, das ist ja Giga Freeze. Nee, Giga Freeze ist nicht. Das ist. Was war das für eine Attacke? Habe ich vergessen. Das ist der Winter Blast, ne? Giga Freeze war dieser Hauch, aber ich glaube, der war sogar schwächer als der Angriff jetzt. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem, was ich jetzt kann. Und mit dem, was ich jetzt habe, denn ich muss nicht mehr trainieren. Und mit dem Digimon werden wir lange unterwegs sein, denn es ist halt relativ jung noch. Ich meine, es wird keine extra Tage, glaube ich jedenfalls, keine extra Tage leben. So wie das normalerweise ist, wenn es im Ultra wird, irgendwie 4 Tage extra. Was mich einmal irritiert, weil ich einmal damals in einem Privatspielstand auf in einem deutschen Spiel ein Vaidmon hatte. Mal eben ein bisschen woanders hingehen. Hier, beweg dich mal. Vielleicht kommt Ogremon dir auch hinterher. Genau, geh mal ein bisschen hier hin. Will Ogremon noch was machen? Sonst tue ich. Okay, machen wir. Machen wir die Genocide Attack. Genozid hier. Boom! 1880 Damage. Erinnert einen sehr stark an den Angriff von Metallgreymon. Und Ogremon wurde besiegt und droppt Steak. Schon wieder. Und ich. Nee, Agumon hat auch Digipine verloren und Dynamite Kick gelernt. Hey, wieso kann das Vieh Dynamite Kick? Es hat ja nicht mal Beine. Anyway, ich meine mein Digimon. Warum habe ich das gelernt? Es hat keine Beine. Wieso kann es... ist weird. Egal. Es könnte halt seinen Schwanz benutzen. Sein was auch immer. Oh. Wow. Oh, yo. Nee. Wie würde Luigi Oh No machen? Oder so. Darn it. Jetzt wirft es eine Smoke Bomb. Eine Rauchbombe.
und verschwindet. What is it? Das sagt es irgendwie öfter. Es. Mein Charakter sagt das öfter. Bye, dumb guys. Done, he got away. Ich möchte gerne die Items noch haben. There's an escape elevator. Chasing him will do no good. Warum nicht? Digipine. Steak. Get in. Jetzt fahren wir nach oben und bekommen gleich natürlich wieder von Shelmon die Nachricht, dass da irgendwie der Boden hochgegangen ist. Ist hier irgendwas in der Ecke? Nein. Ach ja, ein Gigadramon hat man extrem oft im, im Randomizer. Das ist halt eigentlich ein Item, das man gar nicht bekommt. So ein, der Digitationsgegenstand. Aber der ist halt in der Rotation irgendwie mit drin. Bei den ganzen Items. Es gibt ja sowohl für Megadramon als auch für Gigadramon einen Digitationsgegenstand und deswegen. Warte mal, Dynamite Kick, ist der gut? Ich meine, der ist so mittel, der Angriff nehme ich an. Der kostet relativ viele MP, aber ich kann tatsächlich damit ganz gut angreifen. Der ist ein bisschen stärker, der Angriff. Ich freue mich auf jeden Fall. So, was kann ich heute noch erzählen? Ich habe vor, einen Livestream zu machen, wo ich, ich habe das gestern mal gepostet eben auf YouTube, einfach so als kleine Community-Nachricht, dass ich gerne einen Livestream machen möchte, irgendwie vielleicht so an dem ersten Wochenende im neuen Jahr. Das ist, ich mache mal den Termin für da fest, ungefähr. Wo ich Fotos machen möchte von meinen Anime-Figuren. Ich bekomme ja jetzt am 28. hoffentlich dann doch mal meine Vitrinen. Und ich habe auch einige Figuren halt von Vitus zu Weihnachten bekommen und das sind halt alles so kleine Pokémon-Figürchen und so. Und ich mache nur mal gerne Fotos und ich komme da sonst nicht zu. Und ich dachte mir, hey, das wäre doch mal eine ganz nette Sache, das mit euch zusammen zu machen. Einfach in einem Livestream, da können wir noch ein bisschen quatschen dabei und dann, ja, es wäre doch eigentlich ganz lustig. Die Sache ist, die Frage war halt, wann ich das mache. Es sollen ja auch Leute da sein und nicht, dass ich das irgendwie ohne Zuschauer mache. Das ist irgendwie langweilig dann. Dann kann ich auch ein Video machen einfach. Aber der Punkt ist, ich würde das wirklich gerne einfach mal ausprobieren. Weil in der Theorie kann ich ja einfach meine Capture-Card so am... Help me, Marita! Nee, warte mal. I hear a voice from above. Anybody there? Anybody there? Ja, das habe ich gesagt. Yes, there is. Help me, the ground is bulging up. You gotta be kidding. No, it's true. I hear some machinery noise. A machine? It must be coming from Ogremon's hideout. You must have done something wrong there, no? I did many things. It could be the elevator. I'll go back to the hideout and check. Thanks! Ist auf jeden Fall da hinten das Shelmon, das man da sehen kann. Und hier ist immer noch ein Item. Happy Mushroom! Hey! Nehmen wir den mal mit. Ich erinnere mich, dass da so ein Apparat steht, den man benutzen kann. War da gerade ein Item? Nee, habe ich mir eingebildet. Ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Mir scheint die Sonne in die Fresse. Das ist ein bisschen ungesund, weil die steht so niedrig. Und kommt gerade da hoch. Jetzt in meinem Augenwinkel. Das ist nicht schön. Elevator. Der Elevator vom Alligator. Die Katze macht wieder Kratzi-Sachen. So ganz nebenbei so. Was hat er da eigentlich für Zeitschriften liegen? Ist das Manga oder... Warum ist da hinten so ein Final Fantasy... Titelscreen-Symbol? Das sieht doch so ein bisschen aus wie... Als würde da Final Fantasy draufstehen. Ich sollte das halt so ganz klein einfach einfügen. Tue ich eh nicht. Vergesse ich wieder. So wie alles. Ich vergesse immer alles, was ich einfügen will. Das ist so dämlich eigentlich. Aber ich freue mich immer, wenn ich was einfüge. Da bin ich ganz zufrieden mit. So, wir haben irgendwo noch so einen Gang, wo wir reingehen können. Jetzt, wo das hier wieder offen ist. Genau hier. Da sind noch irgendwie 3 oder 4 Items drin. Die nehme ich auch alle gerne mit. Vielleicht kriege ich da noch ein paar Digitationsgegenstände raus. Denn Items, die irgendwo rumliegen, sind immer ein richtig schönes... Oh, Defense Disc. So eine Scheiße. Sind immer eine schöne Sache eigentlich.
im Randomizer ganz besonders. Ein Blue Apple, der mal wieder die Zufriedenheit extrem steigert. Power Ice, was unsere Verteidigung erhöht. Und da ist noch so ein komischer Apparat und da finden wir DGC Base. Das ist ein Fisch. Das war das falsche Menü. Auch die Items. So, wo haben wir denn? Also Power Ice war Defense Power um 20 und Full HP und MP und Lifespan steigt. Das ist ja nice. Nee, damit bin ich zufrieden. Mit den Erbsen bin ich zufrieden. Nee. Ich weiß nicht mehr genau, was Homer Simpson da auf Englisch sagt, aber es ist irgendwas mit Peace. Von wegen Frieden. Und im Deutschen haben sie es übersetzt, mit den Erbsen bin ich zufrieden. Das ist total dumm. Okay, wir gehen aber mal eben wieder raus. Ich wollte jetzt erst zurück teleportieren, aber warum? Das ist doch Blödsinn. Wir werden im besten Fall auch noch gegen ein gewisses Digimon kämpfen. Was für Angriffe kann ich eigentlich? Noch mehr. Ich kann noch eine andere... Ich kann auch... Nee. Ich habe gerade gedacht, da ganz an der Seite wäre so ein Ding. Hier, an der Stelle diese Kante. Aber die ist ja überall. Ich dachte, das wäre so ein Feld, was frei ist. Ich kann noch einen Angriff lernen. Einen so einen Nahkampfangriff. Das dürfte hier der Megaton Punch sein. Den wüsste ich jetzt nicht, wo ich den lernen soll. Mau! Macht die Katze. So, wir gehen bei der besten Gelegenheit. Sollten wir einfach mal... Ich weiß nicht, gegen wen ich zuerst kämpfen soll. Ich habe jetzt leider kein Digimon, das Feuerangriffe lernen kann. Das heißt, ist ein bisschen fies, gegen Birdramon zu kämpfen. Aber Birdramon hat natürlich den großen Vorteil, dass ich dann nirgendwo wieder irgendwie... Überall, wo ich hinkomme... Ach, komm schon, geh da weg. Ja, egal, dann muss ich halt gegen dich kämpfen. Wenn ich Birdramon habe, muss ich halt nie wieder irgendwie hinlaufen irgendwo. Man kann einfach, wenn ich da einmal war... macht es. Sondern kann einfach hinfliegen und das ist super. Mittlerweile machen die Gegner mir auch gar nicht mehr so viel Schaden im Verhältnis. Jetzt könnte ich auch theoretisch die beiden anderen Orte abklappern, wo ich jetzt in einem schon drin war. Nämlich das Ice Sanctuary sollte jetzt kein Problem mehr für mich darstellen. Das heißt, da gehe ich am besten zuerst hin. Sollte ich Birdramon noch machen vorher? Ich könnte auch hier... Elevator! Okay, wir kämpfen noch gegen Birdramon und dann fliegen wir zurück und dann gehen wir ins Ice Sanctuary danach. Und dann vielleicht noch in die Gruselvilla. Ist ja doch eigentlich auch eine ganz nette Idee, oder? Denn Skullgreymon als Gegner zu haben, wäre schon mal ziemlich nice, finde ich. Denn Skullgreymon kann Maschinenattacken, bevor ich in den... da ist auch noch das Tekkamon vorne, das kann ja auch schon direkt einen Angriff. Und das dürfte auch Hau den Lukas können. Hau den Lukas. Megaton Punch. Hau den Lukas ist der deutsche Name. Es ist ein bisschen komisch. Achso, das eine klingt irgendwie bedrohlicher. Der Bruder von meinem besten Kumpel damals, der hieß Lukas. Ist auch ein bisschen traurig, was aus dem geworden ist. Aus meinem besten Kumpel, sondern aus Lukas. Ich meine, es ist auch ein bisschen traurig, was aus meinem besten Kumpel geworden ist. Keine Ahnung, ich habe da wenig... meine Angriffe sind sehr stark gegen das Vieh, merke ich gerade. 600 noch was. Das ist wohl effektiv gegen den Vogel. Ich finde das gut. Gibt ja noch genug Feuergegner. Ach, meine MP waren leer. Hier, nimm nochmal das da. Ich brauche größere MP-Floppies jetzt. Das heißt, wenn ich gleich zurück bin, kann ich mir erstmal neue kaufen. Ist, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit. So, 1000 Bit. Ich habe nicht mehr ganz so viel Bit, merke ich gerade. Das Problem ist, dass ich auch nicht allzu viel... ich kann gar keine neuen... Das ist schlecht. You're good. So it was your nest. Yeah.
Sorry to enter without asking. Oh, don't worry about it. I've heard of you. I didn't know I was famous. You're probably the old human. Huh? Left on the island. Left? There have been others before me? Aren't you going to invite me to the city? Oh yeah, won't you come to the city? Okay, then let's get down to... Let's get down to business. Okay, vergiss es. Hold on tight. Ich habe das auch beim letzten Mal gesungen, ich bin mir ganz sicher. Erstmal so am Kopf packen und dann einfach nur die Mütze mitnehmen. Es wäre so lustig, wenn Bird aber losfliegt und es nimmt nur die Mütze von meinem Kopf. Und dann unterwegs, oder als man dann hier unten ankommt, merkt es dann so, irgendwie habe ich da jemanden auf dem Weg verloren und dann stehe ich einfach noch oben. Das wäre auch sehr lustig. Ich guck mal eben, ob das schon ein neuer Tag war. Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Aber ich habe ja gepennt zwischendurch. 3 Stücke Fleisch. Hey. Mein Problem ist, dass ich in die Zahnradsteppe muss, um neue Rekruten für mein... Für meinen Shop. Das war's. Zu bekommen. Also neue Leute, die hier arbeiten, damit ich mehr Gegenstände in den Shop bekomme. Weil im Moment habe ich keine besseren MP-Floppies, merke ich gerade. Das heißt, ich muss alle 2 Angriffe eine MP-Floppy werfen. Das wäre irgendwie saublöd. Naja, Meat. Steak für 500. Ich behalte das mal. Digipine ist natürlich dafür sehr, sehr gut. Wofür ist das gut? Dafür ist das gut. Power Eyes DGC Base ist 4000 wert. Okay, wir nehmen trotzdem die normalen MP-Floppies einfach. Warte. So. Jetzt fliege ich wieder zu der Region zurück. Und wenn ich da einmal bin, kann ich ins Freezeland gehen und mich durch das Ice Sanctuary kämpfen. Das wird wahrscheinlich... Ich hoffe, das wird gut funktionieren. Da sind noch ein paar Gegner, von denen ich vielleicht was lerne. Da muss ich mal gucken. Falls nicht, habe ich halt Pech gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich bin noch nicht ganz wach. Es ist 9.43 Uhr. Ich habe direkt angefangen aufzunehmen eigentlich. Das heißt direkt. Es hat ein paar Minuten gedauert, bis ich wirklich wach genug geworden bin. Hallo, möchtest du mich irgendwo hinbringen? Ich hätte direkt nach Freezeland fliegen können, aber warum? Wenn ich auch hier hinfliegen kann, was einfach ein Screen davor ist. Freezeland wird man natürlich ein bisschen weiter woanders abgesetzt. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, wir haben Ogremon besiegt. Ah ja, genau, wir müssen sowieso ins Freezeland, um hier einmal abzubiegen. Das ist gar nicht so schlecht, dass ich hier hingeflogen bin, denn ich muss ja hier einmal kurz links rum und dann den Weg wieder runter, um Shellmon abzuholen. Oh, Eisdevimon. Von denen könnte ich die Eisstatue lernen. Das wäre sehr, sehr stark, wenn ich die bekäme. Ich glaube, ich werde das probieren. Ich werde gegen so ein paar Eisdevimon kämpfen und dann mal schauen, wie es läuft. Hier ist der Apparat, der ist jetzt leer. You saved me! So it was you! This is perfect! What? I was headed toward your city to put my talent to good use. What kind of talent? Oh, you don't know anything. You don't know about me? I'm famous with Digimon as a know-it-all. Ja, du weißt alles. I know everything. Nee, wer hat das nochmal gesagt? Ich hab's vergessen. Das ist so ein... War das Shinra aus Final Fantasy 10, 2? I'm just a kid. Das ist der Spruch, der mir mehr so in Erinnerung geblieben ist. Okay, wir kämpfen gegen Eisdevimon. Da hinten ist noch eins. Das will sogar auch kämpfen. Stark. Habe ich direkt 2 Stück, von denen ich das lernen kann in der Theorie. Ich weiß nicht, ob das die Chance verbessert. Allgemein ist die sehr hoch. Das Vieh hat natürlich relativ viel Leben. Aua. Habe ich noch so ein Omnipotent vielleicht?
allem voran. Also ich habe es auf jeden Fall nicht mehr dabei. Ich habe es wohl schon benutzt in irgendeinem Kampf. Oder außerhalb von einem Kampf. Na, da war die Eisstatue. Die nehme ich auf jeden Fall. Die wäre sehr, sehr gut, wenn ich die... Ah, fuck, wenn ich die lernen würde. Der Angriff ist ja generell immer sehr gut, weil der auch super schnell ist. Bams, auf die Fresse. Den Angriff kann ich nicht lernen. Das ist ein, quasi so ein Kampfangriff. Ey! So, da hat es mich nicht getroffen. So, wir nehmen jetzt einmal eine Medium Recovery, nur so für den Fall. Unsere MP haben sich bisher noch nicht so stark dezimiert. Die haben beide nicht getroffen, aber jetzt bin ich dran. Zack! Oh, ich habe beide getroffen! Das ist mit so einer Nahkampfattacke eigentlich eher selten. Na, ich greife erstmal normal an. Okay, jetzt. Nein, nein! Das war wieder so eine Scheiße. Ich hasse das, wenn man zwei Gegner hat und dann hast du gerade einen, der hat gerade angegriffen. Und dann kommt der zweite dann, gerade wenn man sein Special Training Manual kann man nicht benutzen, einfach so, das wird... So, das dürfte jetzt wieder reichen, jetzt benutze ich nochmal so ein paar Heil-Items oder ein größeres am besten. Ich komme gerade kaum zum Angreifen. Oh, der hat den anderen getroffen, das ist nett. Wie der mich einfach anpustet mit seiner kalten Luft. Das ist nicht nett, finde ich. Der Kampf ist sehr unübersichtlich hier. Das ist so nah rangezoomt, man sieht quasi nichts. So, der eine Gegner ist besiegt, jetzt habe ich nur noch einen anderen da. Den kriege ich aber auch noch kaputt. Oh Gott, wie oft das passiert. Ich meine, ich habe die Effektrate, glaube ich, auch irgendwie hochgestellt. Ich glaube, das ging... Bin mir nicht mehr ganz sicher, alles, was ich eingestellt habe. Ich könnte nachgucken, ich habe die Settings abgespeichert. Was alles ich eingestellt habe im Randomizer. So ein paar Sachen erinnere ich mich ja. So die Spawnrate von random, von diesen Encountern, die manchmal so auftreten. Die man immer so lange suchen muss, die ist auf 50 gestellt. Also schon ziemlich hoch. So, jetzt mache ich direkt den Angriff. Und wenn ich den gemacht habe, dann ist der Gegner weg. Bumm! 1059 Damage, das macht ziemlich laut. Bumm, es explodiert alles. Der Gegner wurde besiegt, oder beide tatsächlich. Und ich lerne nichts. Das ist natürlich absolut schade. Aber da kann man wohl nichts machen. Aber ich habe ja hier noch ein paar mehr von den Biestern. Jetzt musst du aufs Klo, das ist ein bisschen ungünstig. Aber hier ist gleich eine Toilette. Also eigentlich komme ich wohl ganz gut damit zurecht. Ich muss nicht mal ein Portable Potty benutzen. Es sei denn natürlich... Ich renne in einen Gegner rein, aber... Fuck. Kann der Kampf sehr schnell gehen? Ich meine, da ist direkt ein Klo. Ich meine, bevor mein Digimon irgendwie nach dem Kampf irgendwie scheißen muss, benutze ich doch lieber ein Item. Ein Kampf dauert ja nicht so lange eigentlich. Ich nutze mal noch eine MP-Floppy erstmal. Ich habe keine MP mehr. Noch eine. Komm, greif an. Hau's um. Das hat abgewehrt. Das ist schade. Komm, greif es an. Ich brauche mehr MP. Ich müsste voll einen reinhauen. Bumm. Noch einen. Eine Attacke noch. Da ist mir jetzt auch egal, welche. Mach Moderate. Mach den... Ah, nein. Da habe ich keinen Bock drauf. Hier, Varius. Varius. Ah, jetzt verwandelt sich sofort. Das dauert ein bisschen, bis er sich zurückverwandelt. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Ich hoffe doch, das war jetzt nicht irgendwie schlecht für meine Virusanzeige oder so. Ich möchte nämlich auf keinen Fall, dass mein Digimon irgendwo hinmacht. Ich finde das sehr, sehr unästhetisch. Okay, pass auf. Du musst mal aufs Klo, dann geh. Ich weiß, die Toilette ist literally da oben. Aber ich wollte jetzt keine Schritte mehr laufen, um... okay. Die ist wohl noch ein Stück weiter. Vielleicht ist es auch ein ganzes Screen weiter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte ich das sehr blöd gefunden, wenn das jetzt noch passiert wäre.
weil ja etwas Zeit nach dem Kampf vergeht. Früher dachte ich immer, es würde direkt nach dem Kampf passieren, dass es einfach schief geht dann. Wenn du kämpfen musst, dann ist vorbei, aber es stimmt nicht. Ein Kampf ist keine ganze Stunde. Es dauert in der Regel eine ganze Stunde, bis das Digimon dann irgendwo hin macht. Also man hat ein bisschen Zeit, halt auch wirklich so eine Toilette zu suchen. Auch dringend mehr Heilgegenstände. Ich weiß nicht, wie ich die auftreiben soll. Das ist das große Problem an der Sache. Ich muss dafür leider Meramon besiegen gehen. Ich meine, es ist schon der 10. Tag. Ich könnte also. Es ist tatsächlich ein Screen weiter. Bin ich ja ganz froh, dass ich das nicht falsch gemacht habe. Es hätte ja doch schief gehen können. Wie wäre es mit einem Power-Eis? Das macht die Verteidigung besser. Und jetzt bist du satt. Das ist doch nice. Ich könnte meinem Digimon auch noch den Digi-Sea-Base geben. Den Fisch. Hier ist das Klo, genau. So, Freezeland und hier haben wir das Ice Sanctuary. Da muss ich jetzt natürlich noch einen Screen durchlaufen. Um wieder da zu sein. Ach, guck mal. Hier sind noch mehr von euch. Ich kann nochmal gegen euch kämpfen. Ihr gebt mir die Attacke, die ich haben möchte. Vielleicht. Mein Problem ist, dass ich da ja noch durchlaufen muss gleich durch die ganze Ice Sanctuary. Das kann also ein bisschen schwierig werden. Weil meine MP lassen zu wünschen übrig. Oder ich muss gleich nochmal zurückgehen, nochmal heil, so MP-Floppies kaufen. Vielleicht lerne ich ja die blöde Eisstatue endlich mal und dann, na fuck, ich habe keine MP mehr. Ist das doof. Ich habe gerade gar nicht die Defense-Disc und so eine Scheiße vertickt. Hier, mach mal das da. Kostet nicht so viel MP und dürfte eigentlich reichen. Hat nicht gereicht, weil der Gegner ist. Machen wir das. Laden den auch natürlich noch voll auf. Ist eigentlich nicht nötig. Boom! 1192. So. Schon wieder nichts gelernt. Sehr, sehr schade. Ich glaube, mir fällt gerade auf, die Technik-Lernrate zu erhöhen. Da ist kein Slider für, da ist nur so ein Haken, der das verdoppelt. Was das dann leichter macht. Ist mir wieder eingefallen. Es war nicht so einfach. Man konnte das nicht so hoch stellen, aber das ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Wir haben schon gemerkt, dass wir schneller Techniken lernen, denn wir haben schon einige bekommen. So, meine letzten MP-Discs. Mein Problem ist, dass mein Digimon keine Zustände macht. Außer natürlich mit, also mit dem Angriff zumindest nicht. Komm. Nein. Okay. Wir dürfen angreifen. Das ist schön. Jetzt machen wir nochmal Moderate. Moderate. Und da ist der Angriff. Und er trifft hoffentlich. Zack. 260. Geschafft. Und da fällt es um. Wir haben den Kampf gewonnen. So muss das. Und wir haben schon wieder nicht diese blöde Technik gelernt. Manch einer könnte glauben, man kann den Angriff gar nicht lernen, aber wenn ich das richtig gesehen habe, können wir, ja gut, wir können nicht alle davon lernen, aber das ist dieser. Ganz sicher, der ist immer auf dieser Seite gewesen. Das ist nicht, der ist nicht an einer anderen Stelle. Da liegt ein Fisch. Den nehme ich. Aber hier ist noch ein Vieh. Ich kämpfe auch noch gegen dieses Eis, der Vimon. Ist mir scheißegal. Ich möchte jetzt diese Technik haben. Kann doch nicht so schwer sein. Vielleicht ist das auch in Zukunft eine, die sich mehr lohnt für mich. Meine MP gehen ziemlich leer. Das ist nicht schlecht. Ich kann nur noch einmal angreifen. Den Rest muss ich dann anders machen. Mit irgendwie zwei Special Moves. Das wird lustig. Hier. Wehr mal ab. Mit Abwehren steigt auch oft die Spezialleiste sehr schnell an. Also die Finish-Anzeige. Bunk. Ich wünschte, es gäbe Möglichkeiten, anders seine MP zu erhöhen.
Natürlich sind wir jetzt auch platt. Ich habe ja noch genug Heil-Items dabei. Ich muss mir nicht ganz so viele Sorgen machen. Der Gegner macht sich ein bisschen stärker. Das ist schon mal gar nicht so gut. Für mich. Es tut mir nicht gut. Ich kann so ein paar kleine Heildisks werfen. Mein Digimon ist erschöpft, weil es keine MP hat. Aber wir haben abgewehrt und Abwehren ist nützlich. Wir nehmen keinen Schaden und unsere Spezialanzeige steigt. Denn das kann immer beim Treffer und beim Abwehren und beim Gegnertreffen und was weiß ich. Das kann überall eigentlich passieren. Kann auch auf Zeit passieren, dauert nur länger. Noch ein bisschen rumlaufen. Oh, das war nice. Danke, dass du abgewehrt hast. Gigadramon. Okay, jetzt. Na komm jetzt, greif an. Oh mein Gott, war das schlimm. Wir müssen das ja nochmal machen. Boom! 900 nur, das war nicht viel. Das heißt, wir müssen das eventuell nochmal machen. Das könnte ein ziemlich anstrengender Kampf werden, würde ich sagen. Wir brauchen dringend bessere MP-Heilgegenstände aus der quasi Zahnradsteppe. Denn da müssen wir unsere Digimon holen, die in den Shop kommen. Also Biomon, Patamon. Welche kommen noch da rein? Ich muss gerade überlegen, welche Digimon sind da noch? Unimon. Dass man, wenn man über den Mount Panorama geht, mit einer Medizin oder einem Pflaster rekrutieren kann, muss, sollte. Ich habe ja auch schon Zentarumon in der Stadt, das heißt, es ist auch schon da. Beim letzten Mal hatte ich das Problem, dass das Digimon da nicht aufgetaucht ist, weil ich noch nicht im Dinoland war und ich dafür halt Zentarumons Klinik brauchte, damit es da hingehen kann, um sich auszukurieren, weil der Charakter halt davon redet. Das war mir halt einfach nicht bewusst bei dem Mal so. Nochmal eben abwehren und dann sind wir dran, oder? Yo. Bums. 1111. Es sah super aus, aber es stört mich, dass der Gegner trotzdem noch lebt. Wir haben jetzt nicht unbedingt die besten Möglichkeiten hier. Den kann man leider nicht im Kampf benutzen. Das ist sehr, sehr schade. Ich kann das Ding ja gleich mal einsetzen, um doch nochmal in die ins Ice Sanctuary reinzugehen. Vielleicht der Gegner hat keine MP mehr, richtig? Der läuft nur noch rum. Na gut, in dem Fall lass mich mitlaufen. Aber ich laufe nur, wenn der in einer bestimmten Nähe von mir ist, wenn ich mich recht entsinne. Also immer, wenn der Gegner so auf mich zukommt, dann bewege ich mich von ihm weg. Das ist ja... Distance heißt ja wirklich nur, dass man ein bisschen von dem Gegner wegkommt. Und normalerweise kommen die halt hinterher, weil die einen angreifen wollen. Und dann läuft man halt die ganze Zeit durch die Arena wie so ein Irren. Finn. Das Schöne ist, dass der Gegner mich jetzt auch nicht treffen kann. Weil der kann meinen Angriff nicht mehr abbrechen. Weil der ja selber keine MP hat, sonst würde er angreifen. Der läuft jetzt aber nur rum. Das machen die halt so. Das ist so einprogrammiert, wenn die keine MP mehr haben, laufen die nur. Ich finde immer noch diesen Fun-Fact lustig, dass in... Oh Gott, wie heißt das Spiel? Legend of Zelda Wind Waker. Da ist diese eine Stelle, wo... Ich glaube, es war Markorus, wie auch immer man ihn nennt, diesen kleinen Krog. Das waren Krogs, ne? Dass der an einer Stelle, nachdem man den zweiten Dungeon quasi abgeschlossen hat, dass der so rumhüpft. Der macht, hat so eine Animation, da hüpft er. Und in einem Speedrun hat Narcissa, wer weiß, wen ich meine, früher noch unter einem anderen Namen bekannt, ich habe schon wieder nicht die Technik gelernt. Ich bin beleidigt. Jedenfalls mal davon erzählt, dass man das Spiel wohl einmal laufen lassen hat an genau dieser Stelle, als der Charakter in dem Dialog da so rumgehüpft ist. Und irgendwann nach so, was weiß ich, wie oft ist der Charakter wohl gesprungen? 10.000 Mal hat er auf einmal aufgehört damit. Es wurde so einprogrammiert scheinbar, dass der Charakter halt irgendeine unrealistische Anzahl oft springt in dieser Szene. Und irgendwann hörte der dann damit auf, weil er diese
Zahl erreicht hat. Und dann springt er nicht mehr, dann steht er nur noch rum in der Cutscene. Also in diesem Dialog, der dann da eigentlich weggeklickt werden müsste und dann so ein anderer Kamerawinkel und so kommt. So die nächste Szene. Ich bin jetzt wieder voll, ne? Ja, ist doch schön. Ich finde das so lustig. Einfach diese Vorstellung, dass dieser kleine Krok da so rumhüpft für 5 Stunden und dann auf einmal damit aufhört. Das sind wahrscheinlich keine 5 Stunden, aber... Es hatte halt niemand jemals damit gerechnet, dass man so lange diesen Dialog da stehen lässt. Ja, fuck. Man so lange diesen Dialog da stehen lässt. So, ich werde jetzt schon mal direkt so ein paar MP wieder verbrauchen gegen diesen Penner hier. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder die Abwehrvariante fahren. Attacke! Ich mache jetzt einfach so eine Konterstrategie. Au! Ich mache mehr Schaden. Na, nicht abgewehrt. Schade. Treffen wir uns wieder gegenseitig. Und Konterstrategie. Kabums! Es funktioniert ja. Ich bin zufrieden. Das war der falsche Angriff. Oh, der Gegner liegt am Boden. Ich kann trotzdem schon aufladen. Das ist ja nice. Das dürfte reichen. Bums! 1132 und der Gegner wurde besiegt. Von dem lerne ich aber nichts, schätze ich. 1200 Bit sind aber ganz nett zu haben. Denn davon kann ich auf jeden Fall neue Sachen kaufen. Fleisch. Nimm und sei zufrieden mit Fleisch. Hier irgendwie abbiegen, da ist so ein Gang, den man irgendwie nicht sieht, aber das ist ja egal. So, hier liegt... Ne, hier liegt nichts. Unten liegt was, glaub ich. Da ist das Gururumon. Das kann aber, glaube ich, auch eine Eisstatue. Oder ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist das so... fuck, da ist noch eins. Das habe ich irgendwie übersehen. Ich habe nicht dran gedacht, dass da eins ist. Oder wie Moggy es sagen würde, dran gedacht. Der betont das so komisch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Es ist dunkel. Na fuck. Hör doch auf damit. Hör doch auf, deine MP zu verschwenden. Das waren über 200. Warum machst du das? Wenn der Gegner geflattet ist, kann er wenigstens nicht abwehren. Ah, dammit. Ach komm, es sei denn sowas passiert. Das waren schon wieder so schön verschwendete Punkte. Defense. Auf die Fresse bekommen. Attacke. Hey, war das der Angriff, den ich lernen möchte? Das war ungefähr gleich viel Schaden. Bums, auf die Schnauze. Wir gehen einfach direkt auf Attacke. Yes. Nochmal. Noch eine Attacke. Zack, und der Gegner ist besiegt. Wir kriegen noch eben einmal Schaden. Eben einmal einen Angriff ab. Ema. Ich habe zweimal Ema gesagt. Weil ich irgendwie nicht ganz hinbekommen habe, einen Satz zu bilden. Verrückt. Eben mal. So. Sage Fruit. Was ist denn das für ein Ding? Macht wahrscheinlich intelligent. Ja. Boost Brain um 20. Ey, die fehlen mir, damit ich die Attacke auswählen kann. Das ist ja nice. Weißt du was, das kriegst du jetzt. Du hast nicht zufällig gerade Hunger, oder? Hier. So. Da liegt noch ein Item rum. Enemy Repel. Damit laufen alle Gegner weg, die in der Umgebung sind, schätze ich. Das heißt, wenn ich jetzt gegen irgendeinen Gegner kämpfen will, wollen die anderen nicht mitkämpfen. Ach fuck, das wäre der falsche Weg. Ich muss ja doch oben lang. Ich stehe hier so draußen. Erinnert mich an die eine Szene in Tenchi Muyo, wo sich... oh Gott, wie heißen die beiden? Ryoko und Ayeka streiten, weil sie beide in Tenchis Zimmer wollen.
Und dann hört man da so Stimmen raus. Dann kommt so Sasami so vorbeigelaufen, während die beiden sich streiten, sie weint, geht dann so an die Tür, klopft an. Und dann hört man so die Stimme von Washu und von Tenchi aus dem Zimmer raus und die beiden so, hä, was? Stürmen so auch dahin, weil die auch da rein wollen und ja, vorher hat schon, vorher gab es schon einmal eine Szene, wo Ryoko in das Zimmer rein wollte, einfach so, sich reinschleichen und dann ist da so ein komisches Kraftfeld aktiviert worden und sie landete plötzlich vorm Haus im See, guckt dann so raus, Und das passiert dann bei den beiden, als sie da reinstürmen. Und dann sitzen die auch draußen so im Wasser. Also, So, jetzt können wir hier Winterblast oder was auch immer. Ja. Okay, greif mal damit an. Oh Gott, nein, greif jetzt noch nicht an, bitte. Jetzt greif damit an. Zack, hat getroffen. Jetzt habe ich eh nicht mehr genug. Ich kann nur den Winterblast machen. Da muss ich schon wieder auf meine Special Moves zurückgreifen, weil meine ganzen MP nie reichen. Das ist sehr, sehr schade. Soll ich eine Medium Recovery benutzen? Nein, ich schmeiß mir erstmal noch ein paar von denen ein. Nur damit ich nicht irgendwie genug. Nur damit ich nicht so viel Schaden nehme. Bums. 300 Damage. Mein Problem gerade ist so ein bisschen, dass der auch angreifen kann, um mich zu flatten. Das heißt, ich kann dann auch nicht abwehren. Das heißt, es läuft alles nicht so gut. Ich sollte wirklich einfach zurückgehen. Das ist alles so anstrengend ohne Items. Ah, Bums. Gefällt mir nicht. Bam. Mich stört's wirklich, dass ich nicht ein einziges Mal irgendwie die Technik jetzt gelernt habe. Ich habe so viele Kämpfe gegen Gegner gemacht, die das konnten. Ich habe es nicht bekommen. Und das ist echt störend. Aua. Das hat voll gesessen, Mann. Das hat voll gesessen, Mann. Jetzt läuft er mich so über den Haufen. So, jetzt Attacke. Jetzt komm schon. Ich habe den Knopf schon gedrückt. So, jetzt aber. Genocide Attack. Okay. Das hat ja gar nicht gereicht. Was zum Fick. Boom, 900 Damage. Ich muss es auf jeden Fall ein zweites Mal machen. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass ich 1100 Schaden mache. 1500 Schaden, Entschuldigung. Oder wie viel das ungefähr waren, wie der noch hatte. Ich kann ja mal seine HP wieder einblenden. Ich meine, mittlerweile reicht ein Angriff. Selbst wenn er nicht voll aufgeladen ist. Ich werde es natürlich versuchen, ihn voll aufzuladen. Ja, so eine anstrengende Folge heute. Warum läuft denn diesmal nicht alles so gut? Ich meine, ich habe Oremon besiegt direkt zu Beginn, was ganz nett war. Ich fand das super, dass ich da direkt speichern konnte. Sonst hätte ich zurückgehen müssen und es beim nächsten Mal erledigen. Bams! Wieder abgewehrt. Wie schön. Der Gegner sollte auch langsam keine MP mehr haben, schätze ich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie viel haben die überhaupt? Allgemein. Weiß ich nicht. Die werden ja nicht eingeblendet. Es wäre wirklich gut zu wissen. Also sowas kann er immer noch machen, ne? Also mal eben anhauchen. Na, der greift nochmal an. Nochmal anhauchen lassen. Und jetzt kann ich angreifen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Man kann glücklicherweise den Angriff abbrechen, indem man einen anderen Command gibt. Zum Beispiel abwehren. Man kann auch einfach einen ganz normalen Angriffskommand geben. Scheißegal. Hauptsache, man macht irgendwas. So, ich gehe jetzt zurück. Ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf. Muss ich halt ein anderes Mal machen. Vielleicht lerne ich ja bei Gelegenheit, wenn ich hier zurück bin, doch nochmal die Technik. Autopilot ist da. Willst du nicht? Das kannst du jetzt echt nicht bringen, mein Freund. Nimm diesen Autopilot. Whip. Schönes Geräusch. Hör ich gern. Wollen wir mal gegen Greymon kämpfen? Das wäre eigentlich voll nice. Kann sein, dass er mich übelst fertig macht, der große Dino mit dem blauen Streifen. Aber, kann aber auch sein, dass er es nicht tut. Und dann haben wir auf jeden Fall eine Arena und dann haben wir ein Ziel mehr. Eine Sache mehr, die wir erledigen können in dem Spiel.
Das fände ich eigentlich ganz nice. Ich habe keine Items für meine MP. Verdammt nochmal, ich werde jetzt nicht mit Gigimon reden ohne Items. Das wäre ein Fehler, würde ich sagen. Also direkt wieder raus, eben in den Shop, Zeugs einkaufen und auch Zeug verkaufen, ganz wichtig. Bei Gelegenheit vielleicht nochmal ein paar Items ablegen. Ich brauche nämlich zum Beispiel Kogas Laws nicht die ganze Zeit mitschleppen. Wenn mein Digimon sich auflöst, wird es das ohnehin hier in der Stadt tun. Denn wir, also wir werden dann wieder hier landen. Das heißt, ich kann das Zeug auch direkt mitnehmen dann. So Digitationsgegenstände braucht man nie wirklich mitzunehmen. Es sei denn, man möchte sein Digimon auf der nächsten Stufe oder sowas entwickeln dann, wenn man damit gerade trotzdem durch die Gegend reist. Aber das tut man ja meistens nicht. So, wir haben... Black Trout, cool. Happy Mushroom brauchen wir eigentlich auch nicht. Auch verticken, den brauchen wir gar nicht, schätze ich. Wir haben schon einen eingetauscht, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Haben wir einen Happy Mushroom eingetauscht? Bei der Tauschquest? Wenn nicht, habe ich ein Problem. Enemy Rip. Warte mal, da war doch noch so eine... War eine Defense Disc irgendwo, genau da. 250 bringt die nur, das ist ziemlich wenig. Anyway, wir kaufen mehr MP-Floppies dafür. Und zwar eine Menge davon. Und dann kämpfen wir gegen Greymon. Greymon. Nova Flamme. Aus dem Film Digimon, der Film. Der megamäßig eingekürzt wurde in der und vor allem der Kontext teilweise komplett verändert in der deutschen Fassung, was merkwürdig ist. Also sie haben drei Filme quasi genommen, so zwei Kurzfilme mehr oder weniger von Digimon und einen anderen. Ich glaube, es ist ein allgemein... Nee, das andere war kein Kurzfilm. Der letzte Part war tatsächlich ein ganzer Film und den haben sie um gut die Hälfte eingekürzt und dann mit den anderen beiden zusammengeschnitten im Deutschen, damit es keinen Sinn mehr ergibt, aber ist egal. So, wie viel haben wir denn jetzt geschafft bis jetzt? Taroka, you did it! Agumon came to the city. He started a business over there. Hopefully more Digimon will be like him. Palmon came here and plans to expand the meat field. Then we can get lots of meat. Kudamon came here and wants to eat grass. I hope he'll eat the weeds. Centaurumon. Nein. Das ist ja wirklich Centaurumon. Came here and plans to open up a clinic. No more worrying about getting sick or hurt. Koilamon came here and wants to start a shop. The city will flourish. Betamon came here and said he'd like to start a shop. The city will flourish. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Tyrannomon came here and said his cooking is the best. Still better than Mama. Nee. Well, it has its appeal. Er war da also schon mal essen vielleicht. Birdramon. Keine Ahnung, wie man es auf Englisch aussprechen mag. Came saying he will be a messenger. Sounds good. Ich weiß nicht genau, was wie das gemeint ist, aber... Shellmon came here saying he will build a bulletin boards. He will build bulletin boards. A step towards an information society. Monochromon came here talking about working... Ich habe nicht ganz aufgepasst. He's a professional. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Ich habe das alles schon mal gehört. Penguinmon came here talking about making a curling stadium. We are getting a big variety. Es ist aber noch nicht da. The prosperity rate of the current city is 17. Das ist auch gerade so genug, ey. 15 muss ich haben. It's finally taking shape. Wie stark sind meine Digimon? Wie stark, wie stark, wie stark ist dein Digimon? Du willst nicht? Leck mich. Nimm diese Medium Recovery. So, und jetzt noch ein paar MP-Floppies rein. Reinballer. Willst du nicht? Was hast du denn gegen Heilung? Was bist du denn für ein... Bist du bestimmt auch Impfgegner? Das sind ganz schlimme Leute. Wissenschaft? Nein, daran glaube ich nicht.
Ist aber alle saufen Alkohol, weißt du? Oh, scheiße. Es muss schlafen. Warum habe ich es jetzt geheilt? Dammit. Das war so unnötig. Okay, pass mal auf. Und es muss kacken. Das ist noch viel wichtiger. Portable Potty. Das wäre sehr, sehr schief gegangen. Nix da, du Vieh. Meine Disziplin ist einfach komplett angestiegen. Nimm das jetzt. Und dann legst du dich pennen. Alles klar? So, hier so auf der Türschwelle. Du schwebst wie so ein Luftballon, gefüllt mit Helium gegen die Decke. So machst du das. Aber der Kampf kommt trotzdem noch. I found you. Oh no, he's coming right for us. I finally met you. I'm Greymon. Now let's settle things. What? Ach ja, es sagt gleich wieder so eine komische Line, die man nicht kapiert, weil sie weird ist. I got here by following the rumors about you. I want to fight you. If I win, I want this street sign. What? There's no sign. I don't care. Let's fight anyway. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen wollte. Ich meine, selbst der Charakter war verwirrt. Selbst die Verwirrung war verwirrt. Was ist los? Na gut, er kann den gleichen Angriff wie ich. Bums. Die Feuerbombe macht mir gar keinen Schaden mehr. Also die Magma-Bombe. Zack. Sollte eigentlich auch mit einer MP-Ladung super, super durchkommen eigentlich. Brr. Dynamite Kick. Oh. Feuerspucken ist auch stark. Komm ich nicht drauf klar. Jeder Feuerangriff ist mega gut. Wieso? Noch keinen gesehen, der schlecht war. Auch unbedingt ein Digimon, das Feuerangriffe kann. Dann bin ich unbesiegbar. Oder Luft. Luftangriffe waren auch so stark. Greymon. Droppt. Devil Chip. Nice. Den nehme ich. Hey, you guys are good. But to finish your goal, you're still amateurs. Huh? I'll stay and train you. You'll get much better. Okay. Greymon joins the city. Mein Digimon hat ja schon so ein bisschen Leben dazu bekommen. Wie wär's, wenn wir ihm trotzdem diese Disc geben? Diesen Chip. Ja, guck mal, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Verteidigung und Speed offenbar bekommen. Nicht, dass wir es gebraucht hätten, unbedingt, aber... Schadet jetzt auch nicht, schätze ich. So. I give you more tomorrow. Ja, okay. Sollen wir mal in die Arena gehen, gucken, was wir kämpfen können? Gucken, was wir kämpfen können. Okay, Ich bin noch nicht ganz sicher, welchen Angriff... Ich werde die Angriffe auf jeden Fall beide behalten. Hier, Power Crane war mega schlecht. Wenn der einen Effekt hätte, einfach Gift. Das wäre so nice. So ein Angriff, der vergiftet, aber nichts kostet. Das wäre so fantastisch. Hab ich leider nicht. Ist ein bisschen schade. So, mein Digimon ist leider ein bisschen angeschlagen. Das heißt, ich muss, Ah, nee, warte mal. Ich kann ja jetzt eh nicht am Kampf teilnehmen. Das ist ja erst am nächsten Tag, also... Halb so wild. Ist nicht so schlimm. Mir fällt gerade auf, dass Digimon wacht wieder abends auf. Ist auch wieder so richtig kacke. Kriegt man erstmal so reingedrückt. Ey, musstest du nicht am Turnier teilnehmen? Oh, Taraka, Meg, you came. Look at this great File City Arena. Cool, huh? Soon contestants and fans will fill this up. You'll also bring joy to the fans, right? They'll prepare money and prizes for tournament winners. You got nothing to lose. For details on the tournament, check out the machine there. Was für eine Maschine? Diese hier? Arena Information. Ja, ja, das ist einfach nur, woran man dann teilnehmen kann mit was für Digimon oder so. Keine Ahnung. I'm glad you came. Woran kann ich teilnehmen? L? Ja gut. Das ist ein Deal.
mache ich. Es ist sowas von gebonkt, dass ich daran teilnehme. Kann ja halb so wild nicht werden. Oder doch werden? Wird es halb so wild? Keine Ahnung. Was wollte ich eigentlich sagen? Kein Plan. Hast du hier irgendwas Schönes? Nee, warte mal. Was stand da? Dragon Eye Lake. Back. Bandits. Ach so. Back. Und forward. Kann ich nochmal forward? Das gleiche, okay. Gut, was mache ich jetzt? Habe ich wieder Geld? Kann ich noch irgendwo hinfliegen? Könnte ich, aber ich kann auch einfach noch ein bisschen... Ich trainiere jetzt noch ein bisschen, einfach nur um die Zeit totzuschlagen bis zum nächsten Turnier halt. Ich mache ein paar MP einfach dazu. MP schadet nicht bei diesem Vieh. Es kostet halt zu viel anzugreifen. Ich muss ein paar Runden durchhalten. Das ist das Wichtigste. Ich kann auch meinen Angriff erhöhen oder so. Irgendwas Lustiges machen. Aber eigentlich bin ich so stark, dass ich Training wirklich kaum nötig habe. Ich weiß, ich habe gesagt, ich komme hier nicht mehr hin. Mein Digimon ist stark, aber ein bisschen Zeit totschlagen geht immer. Wir werden bei der nächstbesten Gelegenheit natürlich trotzdem... Jetzt hast du Hunger. Alles klar. Was kann ich dir geben? Wie wär's mit einem Steak? Du kannst jetzt echt mal so ein Steak vertragen. Hier. Vor dem Kampf ist nach dem Kampf. Ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte. Ich wollte irgendwas sagen. Und deswegen sagte ich irgendwas, was keinen Sinn ergibt. Bananarama. Los, sag irgendwas. Und es kreischt ganz laut. Also es kreischt nicht. Wie so ein Fangirl. Das wäre weird. Du hast 6000 MP. Ich wollte immer noch Zeug ablegen, merke ich gerade. Und dann kann ich meinem Digimon noch den DGC Base geben. Ne, den habe ich gerade schon verfüttert. Fällt mir gerade auf. Ich habe das Digimon einmal voll gemacht damit. Das Geräusch ist mir lieber als das von Warmon. Das war ja wirklich ekelhaft. Was auch immer das für ein Geräusch war. Ich habe keinen Plan. Hier. Boost all abilities. Komm, den Black Trout. Den gebe ich dir. So. Ja, ich werde bei der nächstbesten Gelegenheit auch nochmal eben in diesen kleinen Shop von... Das ist ja kein Shop. In das Business von Agumon gehen. Aber erstmal werde ich jetzt hier wirklich meine MP so ein bisschen hochballern, denn ich brauche die unbedingt. Die dürfen mir nicht leer gehen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich eigentlich nur ein bisschen über dem über der Hälfte habe, auch wenn ich 6000 schon echt viel finde. Es muss für 3 Kämpfe reichen und die 3 Kämpfe könnten ziemlich hart werden, deswegen. Ich weiß nicht, wie schwer die sind. Ich werde es sehen. Ich hoffe, du wirst nicht müde oder sowas. Wirst du müde? Vermutlich nicht. So, jetzt gebe ich dir eine Digipine. Mal gucken, ob das was hilft. Boost all training effects. Guck mal, es hat aufgehört. Und das macht jetzt wie viel dazu? 156, das war viel. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen können, weil jetzt gleich musst du pennen, richtig? Irgendwie noch ein, zwei Mal oder so. 156. Na, jetzt bist du erschöpft. Das ist okay. Ich kann dich jetzt eine Runde schlafen legen. Erstmal gehen wir eben bei Agumon vorbei, legen Kogas Laws ab und dann... Kogas Law. Es ist nur ein Gesetz, glaube ich. Oder? Lass mich schauen. Nein, es sind mehrere. Verdammt. Law ist der Typ aus, hier, das Spiel, was ich angefangen habe, wieder zu spielen. Das DLC. Tales of Arise. Was möchte ich denn ablegen? Ich möchte ablegen. Eigentlich... Ach komm, nee, das Steak lasse ich auch mal dabei. Koga Laws. Ich habe mal Kogas Laws gesagt. Das sind Koga Laws. Enemy Repel.
lege ich auch einfach mal ab. Ich möchte die beiden Sachen einfach gar nicht unbedingt dabei haben. Ich meine, die Gegner halt anzieht, ist halt bei so Kämpfen, wo ich zum Beispiel Geld farmen möchte oder sowas, ganz nett. Wobei ich auch immer noch den... Ich war noch nicht in der Zahnradsteppe, ich müsste es langsam mal machen. Ich müsste doch mal gegen Meramon kämpfen, das wäre eigentlich relativ wichtig, dass ich das tue, um weiterzukommen. Weil ich brauche auch mindestens einen Champion-Digimon. Das ist jetzt nicht so schwierig, ich habe Koga-Laws. Das ist... Ich kann sehr einfach einen Champion-Digimon haben, selbst wenn das hier stirbt. Oh. Entschuldigung, da muss ich nicht so lange trainieren für. Halt nur bis zum Cookie und dann ein Item geben und dann hat sich das erledigt. So, du hast schon wieder Hunger. Und dann muss ich pennen gehen und dann kann ich zum Turnier gehen und dann gebe ich jetzt einfach ein Steak. Wie wär's? Ich gebe dir ein Steak. Wobei, ein Steak brauche ich für. Ich brauche ein Steak für die Myotismon-Quest. Ich kann dir das jetzt nicht geben. So, auf dem Klo warst du, glaube ich, auch gerade erst. Leg dich mal schlafen. Und dann nehmen wir am Turnier teil. Wie wär's? Ich hätte natürlich jetzt auch noch runtergehen können. Ich speichere mal eben. Jetzt bekomme ich eine Nachricht. Ey, wolltest du nicht irgendwo teilnehmen? Ja, ich gehe da schon hin. Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Ich darf jetzt nur nicht zu lange brauchen. Das ist eigentlich alles, was dabei wichtig ist zu beachten. Los geht's. Hätte ich jetzt noch Fleisch abholen können? Ich glaube ja, aber das ist mir jetzt egal. Ich will nicht. Ich will jetzt keine Umwege machen. No distractions. Little Pip. Little Pip war ein Meister darin, sich ablenken zu lassen. Ich mochte Fallout Equestria wirklich sehr, sehr gerne. So, wir haben die beiden Angriffe ausgerüstet. Kann ich noch irgendwas anderes nehmen? Power Crane war nutzlos. Das macht auch keinen Statuseffekt. Das stört mich ungemein. So. Ab in den Kampf. Es kann ja nur alles gut werden. Version Zero. Das sind alles so schwache Digimon. Mein Digimon hat nicht mal ein Symbol, weil man das eigentlich nicht kriegen sollte. Das ist halt so ein... Das kriegst du mit Game Shark oder so. Das ist eigentlich gar nicht richtig implementiert oder so. Ich habe keinen Plan. Es ist ein Reskin von Megadramon. Mir wird auch, glaube ich, nur Megadramon in dem Digivolution-Chart angezeigt, wenn ich, ich hatte nicht gedacht, dass es so ein einfaches Turnier werden würde. Es sind ja super schwache Digimon, die hier auftauchen. Ich habe mit mehr gerechnet. Bonk. Ich meine, es hält genug aus, denke ich. So 3, 4 Angriffe. Und nach 4 Angriffen zu sterben. Das ist ganz nett, denke ich. Sterben! Ich meine, Digimon sterben ja nicht wirklich. Ey! Noch ein Winterblast, bitte. Bonk! Ja. Die Animation hat jetzt nicht geholfen. Okay, das war ein Betamon, meine Freunde. Ein ganz einfaches Betamon. Oder war es auch ein Modoki-Betamon? Ich weiß es nicht. Also ein einfaches, billiges Betamon. Da haben wir einen. Ich nehme an, das ist ein Gururumon. Wobei das halt sehr dunkel aussieht. So, das komische Eis-Gotsumon-Ding. Ich weiß nicht, wie es wirklich heißt. Ich habe letztens nicht aufgepasst, als ich gegen das gekämpft habe. Und Penguinmon und Weedmon. Weedmon hat gegen den Pinguin gewonnen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich mochte den Pinguin dann doch mehr. Wird eigentlich der Name vom Digimon angezeigt? Nee, ne? Nein, tut's nicht. Wird nicht? Okay. Ist in Ordnung. Ich habe wirklich mit Schlimmerem gerechnet. Es ist tatsächlich... Es ist doch ein Garurumon, oder? Es ist ein echtes Garurumon? Kann nicht sein. Das ist ein Garurumon. Garurumon ist blauer, oder? Also mehr so hellblau von den Streifen. Ich habe keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall ein stärkerer Gegner. Na komm. Na gut. Ich wollte mich gerade wundern, warum ich so wenig Symbole hier unten drin habe. Aber das zum Ziel wechseln braucht man im Wettkampf nicht. Und flüchten natürlich auch nicht. Und dann habe ich natürlich einen Angriff weniger. Bam. Ich klopp das einfach um. Mit dem Schweif so batz und dann ist es erledigt.
Mir ist gar nicht aufgefallen, dass bei Gigadramon hinten so an den Flügeln so ein paar lilane Stellen dran sind. Da sind so seitliche Streifen so durch, wie so, ich weiß nicht, so Schlitze oder so, und da drum ist lila. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Und im Finale ein Weedmon. Wie, was ist das eigentlich für eine Scheiße? Ich habe wirklich mit mehr gerechnet. Das ist so ein extra Special Cup. Und dann komme ich hier mit so einem richtig mächtigen Digimon an. Und dann bekomme ich nur so eine Scheiße vorgesetzt. 5000 Leben? Okay, ich gebe zu, es ist wesentlich stärker, als ich angenommen hatte. Zack. Oh, ich mache dem aber nicht viel Schaden. Ich meine, es ist, steigert auch seine Werte ein bisschen, aber nicht so. Okay, 120 Verteidigung war schon echt eine Menge, denke ich. 144 Verteidigung. Gibt dem keinen Schaden. Zum Glück ist der Angriff auch nicht gut. Wie wäre es mit der Attacke? Macht aber auch keinen Schaden. Ist okay. Ja gut, dafür kann er jetzt nicht abwehren. Zack. Mein größtes Problem ist, dass er mir mehr Schaden macht, als ich mit seinen Angriffen. Es sei denn, er ist natürlich flat. Mach mal Winter Blast. Oh, der Angriff. Oh Gott, oh. Zum Glück ist der nicht stark. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, tatsächlich. Okay. Zack. Wandelt sich zurück und dann greife ich es an. Mit der Genocide Attack. Boom! 1800! Das war mächtig. Dafür, dass es seine Werte erhöht hat, ist das ziemlich... Also ich kann jetzt, glaube ich, auch nicht mehr verlieren, den Kampf. Es sei denn, das macht jetzt auch noch seinen eigenen Special Move und der ist super stark oder so. Ich wüsste nicht, warum. Kann es überhaupt einen Special Move benutzen? Das kann mich auf jeden Fall stunnen. Dann kannst du den hier machen. Aber ich glaube, ich habe ihm mehr Schaden gemacht, als er mit jeder Attacke jetzt noch könnte, in den 3 Sekunden, die noch übrig sind. Zack, und es fällt um. Nice. Es hat mir nur 827 Schaden gemacht. Ich ihm 3000 noch was, und damit hat sich auch dieses Turnier erledigt. Dieses erste, was wir gespielt haben, in diesem Randomizer. Finde ich schön. Wer hat denn da jetzt gewonnen? Was gibt's hier wohl als Belohnung? Für die Special Cups gibt es immer irgendwelche besonderen Belohnungen, aber ich weiß nicht, was es war. Vielleicht sind die auch gerandomized, ich habe keine Ahnung. Am Ende kriege ich jetzt eine Floppy oder so. Das wäre super lustig eigentlich. Ich würde lachen, denke ich. Red Ruby! Ich habe dazu nichts gesagt. Das ist, Also den werden wir definitiv behalten. Ich lege den erstmal ab, falls ich irgendwo einen Kampf verliere. Damit der mir nicht geklaut wird. Den werde ich garantiert ablegen. Holy shit. Da habe ich dann mein Digimon, das Feuerangriffe kann. Damit bin ich einverstanden. Von so einem Pissturnier? Das kann doch nicht sein. Ich werde euch mal... nicht sagen, wofür das ist. Ich werde es einfach ablegen. Vielleicht kommt der eine oder andere drauf. Vielleicht, dann möchte man ja raten. Puh. Das wird stark. Das ist sehr, sehr cool. Erstmal. Yes. Den roten Rubin legen wir ab. Ja, der Rest ist erstmal egal. So, du hast Hunger, habe ich gehört. Hast du dir verdient, schätze ich. Ich würde dir jetzt gerne ein Steak geben, aber... Meat muss reichen. So, und an der Stelle werde ich jetzt diese Folge beenden. Hier, wo ich gerade stehe, und ich werde danach direkt weiter aufnehmen. Das ist nicht der Punkt. Jedenfalls sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play Digimon World Randomizer. Und was dann passiert, das seht ihr jetzt. Bis dahin. In der nächsten Folge vom Digimon World Randomizer treffen wir auf einen singenden Wal, ich habe es schon wieder getan, und räumen für ihn seine von Banditen besetzte Wohnung.
Außerdem gewinnen wir wieder ein Turnier. Und als ob das noch nicht genug erbrachte Leistung ist, kehren wir in die Kirche des Kühlschrankkults zurück und bekehren den Kühlschrankvertreter dazu, uns bei unserem Kult zu unterstützen. Nein, das sollte keine Cult of the Lamp Anspielung sein, aber wenn man genau überlegt, hätte ich einen Numemon oder Sukamon, fressen die auch Scheiße. Also gar nicht so weit hergeholt, der Gedanke.